Hallo, das ist mein schönes Lego Seinfeld-Set. Und hier habe ich so Lego-kompatible Steine mit LEDs darunter geklebt. Das hatte ich aus China bestellt und ich habe jetzt hier vier LEDs und damit will ich jetzt mal das Set beleuchten. Der Anschluss ist hier ein normaler USB. Ich habe jetzt hier mal so eine Powerbank. Brauchen wir dann nur reinstecken. Und dann hat man so ein relativ warmes Licht, aber trotzdem sehr hell. Und da möchte ich das jetzt beleuchten, weil das steht bei mir im Fernsehschrank. Und jetzt, wo es dunkler ist, in der dunklen Jahreszeit, sieht das dann bestimmt wirklich sehr schön aus. Und da gucke ich mal, wie ich das einbaue. Und dann sehen wir weiter. So, ich habe diese Leuchtsteine jetzt mal eingebaut. Hier habe ich jetzt drei verbaut, einfach hier oben an diese Scheinwerfer dran gebracht, diese Fernsehscheinwerfer. Und dann habe ich hier noch so eine Konstruktion gebaut, da wird Jerry halt von vorne angestrahlt. Habe ich halt hier einfach so einen langen Stein drunter gesetzt, hier noch einen zur Abstützung und hier diese verbotene Bautechnik benutzt. Und dann wird er so praktisch von unten angestrahlt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das Ganze müssen wir uns jetzt nur mal anschauen, wie es in der Dunkelheit aussieht und an seinem bestimmten Platz. Vorteil ist auch hier noch, dass diese Kabel super, super dünn sind. Also die wird man wahrscheinlich dann gar nicht mehr sehen. Und naja, wie gesagt, nachteilig ist, dass diese Steine, wo die LEDs drin sind, halt weiß sind. Aber ich denke mal, das fällt dann auch nicht mehr so stark aus. So, während ich jetzt hier Seinfeld gucken kann, kann ich jetzt hier Seinfeld gucken. So sieht das jetzt aus. Ich finde es wirklich sehr schön. Hier der Jerry, der da gerade einen Auftritt hat. Und mit den drei Lampen da ist alles sehr gut beleuchtet. Es blendet halt auch nicht, darf ja nicht irgendwie mir ins Gesicht scheinen. Und ja, finde ich, ist sehr, sehr schön. Ich hatte jetzt noch mal einmal umgebaut, weil hier ist jetzt der letzte Pin oder der letzte Stein, von dem aus dann das Kabel zum Ladegerät geht oder zum Netzstecker. Ja, und hier sieht man dann einfach so ein iPhone-Netzstecker. Da steckt das jetzt drin, hinterm Fernseher. Und ja, jetzt sieht alles sehr schön aus.